Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erneut liegt uns hier ein Antrag der SPD-Fraktion zum Themenbereich Ganztagsschule an. Wir haben da schon viel darüber diskutiert und deswegen hätte man auch erwarten können, dass die SPD-Fraktion es hier nun mal endlich schafft, inhaltlich und fundiert und ausgearbeitet einen Antrag vorzulegen. Aber leider, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, kommen Sie auch über bloße Symbolbeschreibungen, und das hat man gerade noch mal stark bei Frau Küppers gemerkt, nicht hinaus und schließen da nahtlos an Ihre Regierungszeit an. Sie sagen ja zu Recht, dass der Ganztag eine Erfolgsgeschichte ist und von großer Bedeutung für das nordrhein-westfälische Bildungssystem ist, aber auch gleichzeitig große Herausforderungen bestehen. Das haben wir in der Anhörung ja auch gehört und auch zur Kenntnis genommen. Auch die Argumente sind uns ja zuteil geworden. Auch wir erkennen das Potenzial. Ja, hören Sie mir doch einfach mal zu. Auch wir erkennen an, dass viele Potenziale noch nicht ganz ausgeschöpft worden sind. Das wurde ja gerade auch schon gesagt und dass Herausforderungen bestehen. Ein Stichwort dafür ist ja beispielsweise auch der Fachkräftemangel und da die gesicherte Finanzierung, vor der wir akut stehen. Das sind Herausforderungen, mit denen wir uns auch umgehend beschäftigen müssen. Und wir warten nicht so lange, bis der Bund irgendwas macht, wie Sie das ja in Ihrem Antrag suggerieren, sondern im Gegenteil. Wir haben im Koalitionsvertrag fest vereinbart, dass wir die Qualität steigern wollen, dass wir die Quantität, also mehr Plätze schaffen wollen und dass wir flexibilisieren. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass es keiner Landesregierung seit Einführung des OGS im Schuljahr 2003/2004 gelungen sei, den Ganztag weiterzuentwickeln. Und vielleicht mag das auch für Ihre Regierungszeit stimmen, aber einfach zu behaupten, dass diese Landesregierung es nicht vermocht hat, den Ganztag nach vorne zu bringen, ist einfach nur falsch und nicht ehrlich in der Debatte. Auf Seite 2, zweiter Absatz, lesen Sie es gerne nach. Anscheinend haben Sie Ihren eigenen Antrag nicht mal selber gelesen, den Sie sich von Referenten haben schreiben lassen. Das ist im zweiten Absatz auf der zweiten Seite. Dafür müssen Sie das Blatt einmal umdrehen, da können Sie es nachlesen. So. Gerade bei diesen Zahlen ist es wirklich schwierig. Und weil Sie sich das anscheinend auch nicht zu Gemüte führen, was wir hier auch wie immer wieder vortragen, was wir schon erreicht haben in unserer Regierungszeit, möchte ich das gerne auch noch mal wiederholen. Denn wir haben bereits zum Haushaltsjahr 2018 26 Millionen Euro zusätzlich in den offenen Ganztag im Primarbereich investiert und zur Verfügung gestellt. Wir haben die Fördersätze um weitere 3% gesteigert und insgesamt das Ausgabenvolumen auf über 547 Millionen Euro jährlich gesteigert. Mit unseren Mehrausgaben haben wir einen Platzaufwuchs auf eine Rekordzahl von 315.000 Plätzen geschaffen und mit dem Haushalt für das jetzt laufende Schuljahr nochmal auf 323.000 erhöht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich hätte mir von Ihrem Antrag wirklich mehr Substanz gewünscht. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat genug damit zu tun, verfehlte rot-grüne Politik und Probleme, die Sie geschaffen haben, zu beseitigen und aufzuarbeiten. Sie stellen nur mit Ihrem Antrag hier hin und fordern Qualitätsstandards. Das war ja das Einzige, was Sie in Ihrer Rede erwähnt haben. Und gleichzeitig in Ihrer Regierungszeit haben Sie, glaube ich, nicht für Qualitätsstandards gesorgt, sondern die Qualität an den Schulen ganz massiv infrage gestellt. Und wir gehen das Thema anders an. Und gleichzeitig finde ich es auch bemerkenswert, dass ausgerechnet Sie sich hier zu denjenigen aufschwingen, die ausgearbeitete Konzepte fordern. Sie sagen ja auch, das muss alles finanziert sein, aber schaut man mal nach Berlin, dann stellt man fest, dass Frau Dr. Giffey da ein ganz schönes Chaos angerichtet hat mit dem, was sie da vorhat. Also wenn Sie das, was Frau Giffey auf Bundesebene macht, ein Konzept nennen, dann weiß ich auch nicht weiter und frage mich, ob Sie da überhaupt richtig im Bilde sind, was da gerade passiert. Weil Frau Giffey, die verspricht ja einen Rechtsanspruch ab 2025 und will dann mal 2 Milliarden Euro investiv einmalig bis 2021 zur Verfügung stellen. Und wir sind uns alle einig darin, dass das nicht ausreichen wird, nicht mal für Nordrhein-Westfalen. Und Frau Giffey gibt auch keine Antwort, wie es dann weiterfinanziert werden soll. Also ab 2025 werden der Rechtsanspruch
besteht. Herr Ott, regen Sie sich nicht so auf, Sie können ja gleich noch mal Ihren Senf dazugeben. Machen Sie das ruhig. Also, wie noch mal zusammengefasst, gibt es kein Konzept auf der Bundesebene. Und weil Herr Ott sich ja jetzt so aufregt, will ich auch noch mal auf Ihren Forderungsteil, auf die drei Spiegelstriche eingehen, auf Ihren Antrag noch mal konkret eingehen. Sie fordern ja zunächst erstmal ein Zukunftskonzept der Landesregierung. Und da sind wir uns ja alle einig, und das hat ja auch die Anhörung ergeben, dass der Ganztag in Nordrhein-Westfalen an sich erstmal ein Erfolgsmodell ist, aber weiterentwickelt werden muss. Und wir sorgen dafür, dass hier Arbeit auf Augenhöhe stattfindet, was mit Frau Kampmann, ihrer designierten Parteivorsitzenden, und der Schulministerin Frau Löhrmann ja nun wirklich nicht funktioniert hat. Da sorgen wir dafür, dass hier auf Augenhöhe gearbeitet wird. Und dann noch mal ein Stichwort Flexibilisierung. Das war ein Riesenthema. Land auf, Land ab wurde das gefordert. Das konnte man ziemlich schnell umsetzen, wie Sie an unserer Arbeit gesehen haben. Auch da waren Sie nicht imstande, Verbesserungen ins System zu geben. Und das haben wir auch umgesetzt und ins Land reingetragen. Und dann der zweite Spiegelstrich ist, dass Sie fordern, dass die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden in Verhandlungen eintritt. Und da sind wir uns auch einig. Der OGS kann nur gestaltet werden, wenn wir mit Land, Kommunen und dem Bund zusammen gemeinsam agieren und die Herausforderungen bewältigen. Aber das machen wir schon längst. Wir sind schon längst in Gesprächen, die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Das macht übrigens auch Ihren dritten Spiegelstrich obsolet. Da fordern Sie nämlich, dass die Landesregierung mit den anderen Ländern und dem Bund in Verhandlungen tritt. Auch das machen wir schon längst, weil wir um die Bedeutung des Themas wissen und konkret unseren Koalitionsvertrag abarbeiten und nicht irgendwelche wolkigen Versprechen machen, sondern ganz konkret den Ganztag in Nordrhein-Westfalen verbessern wollen. Insgesamt ist Ihr Antrag also ganz schön dünn. Sie fordern das, was wir schon längst machen und angegangen sind. Sie wollen hier eine Nebelkerze werfen und von der Bundesregierung, von Frau Dr. Giffey, ablenken und hier die Verantwortung der Landesregierung in die Schuhe schieben für das, was Frau Giffey auf Bundesebene nicht hinbekommt. Deswegen werden wir hier den Antrag heute ablegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.